Jahr bist, interessiere ich mich voll für so grenzwissenschaftliche Phänomene und befasse mich auch demnach ab und aber gibt's Aliens oder gibt's die nicht? Und an damit. Ich bin in den letzten Tagen dabei auf ein okkultes Thema gestoßen, welches ich allerdings schon aus meiner Kindheit kannte, mit dem ich mich aber bisher noch nie intensiver auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, das war auch besser so. Dieses Thema ist nämlich meiner Meinung nach echt gruselig und vor allem sehr niederträchtig. Im heutigen Video befassen wir uns mit schwarzer Magie, beziehungsweise Flüchen und im arabischen Raum auch Sihr genannt. Die schwarze... Kann man einen Mensch verfluchen? Was sagst du? Klar, ne? Das geht safe, Digga. So wie Marian bei Yunus und so gemacht haben. Doch, die holen einen schwarzen Tisch mit Kerzen Nein, und so. Das will ich nicht sagen. Besser, komm mal wieder. Magie ist in allen Kulturen und Ländern unterschiedlich. Ihre Absicht muss nicht immer eine böswillige sein. In dem Fall würden wir sogar von einer weißen Magie sprechen. Aber in diesem Video widmen wir uns explizit der schwarzen Magie, also jene Magie, die für böse und selbstsüchtige Zwecke verwendet wird. Magie, mit der man versucht, euch zu schaden. Und dabei sind die Motive der Angreifer meistens ganz klar. Neid, Eifersucht und Rache. Und ob ihr mir glaubt oder nicht, aber in diesem Business werden wirklich Seelen verkauft. Denn Leute verdienen sich mit dem Geschäft der schwarzen Magie dumm und dämlich. Und kurz ein Appell an all jene unter euch, die mich jetzt wieder versuchen als Verschwörungstheoretiker darzustellen. Ich hoffe, dass euch bewusst ist, dass diese Thematik nichts mit Theorien zu tun hat, sondern eben wie bereits gesagt ein Grenzbereich der Wissenschaft ist. Daher wäre das schon ziemlich töricht, diesen Bereich jetzt als Gauklei abzustempeln. Immerhin geht dieser Bereich in einigen Kulturen teils mit religiösen Praktiken einher. Es ist zum Beispiel die Pflicht jedes Muslims, an übersinnliche Dinge zu glauben. Schließlich werden wir auch in jeder Religion vor den bösen Dämonen gewarnt. Okay, so viel dazu. Aber wozu dient die schwarze Magie überhaupt? Die schwarze Magie ist ein sogenannter Schadenszauber, der nur mit Hilfe übernatürlicher Kräfte funktioniert. Dabei wird eine Verbindung mit dem Teufel oder generell bösen Geistern hergestellt. In einigen Kulturen erfolgt dies mit Hilfe der Totenbeschwörung oder auch Nekromantie genannt. Ich habe einen Freund von mir, der glaubt nicht an den Teufel oder an böse Geister. Und ich habe ihm gesagt, er soll Gläserrücken machen. Holger nicht. Gläserrücken, oh, davon distanziere ich. Hat jemand von euch schon mal Gläserrücken gemacht? Habt ihr das schon mal gemacht? Ich würde das niemals im Leben machen, ne? Niemals. Nicht das altbekannte Gläserrücken, bei dem man durch direkte Beschwörung versucht, mit Geistern von Verstorbenen zu kommunizieren, um so Einblicke ins Jenseits zu bekommen. Hierbei wird auch oftmals die Psychomantie angewendet, mit der man ein Abbild der Verstorbenen beschwört, um Dinge über andere Menschen zu erfahren. Zu schwächen oder diese gar erkranken zu lassen. Ein weiterer bekannter Zauber ist der aus Westafrika stammende Voodoo-Zauber. Hierbei wird der Gebannte zum gehorsamen Sklaven, weil sein Wille vollständig unterdrückt wird. Und das was macht der da, Digga? Die drehen durch. Das alles mit Hilfe einer sogenannten Voodoo-Puppe. Diese wird als Medium verwendet, mit welchem der Geist einer bestimmten Person repräsentiert wird. Es ist also möglich, mit der Voodoo-Puppe so zu sprechen, als wäre sie die Person, die du gerade verfluchst. Und somit ist es dann halt auch möglich, die Person dahingehend zu beeinflussen, dass sie deinen Wünschen entsprechend handelt. Und dieser Zauber kann einzig und allein durch die Zerstörung der Puppe gestoppt werden. Im islamischen Raum hingegen wird die schwarze Magie Sihr genannt. Dabei sind verschiedene Arten zu beachten. Der eine Zauber führt zur Trennung von Mann und Frau, der andere zum Erkranken bis hin zum Tod einer Person. Doch wieso verfügen diese Zauberer überhaupt über diese übernatürlichen Kräfte? Zuallererst muss sich der Schwarzmagier in einem unreinen Zustand befinden, um überhaupt einen Pakt mit den Shayateen schließen zu können. Mit den Shayateen sind die bösen Dämonen gemeint. Letztlich geschieht das Ganze dann, indem der Schwarzmagier beispielsweise den Koran unter seinen Füßen als Schuh verwendet und anschließend damit auf Toilette geht, um dort seine Beschwörungsformel zu rezitieren und dabei auf den Koran zu urinieren. A'udhu billah. Eine weitere gängige Methode ist es, ein schwarzes Tier mit besonderen Merkmalen zu opfern, indem man dieses Tier schächtet, ohne den Namen Allahs zu erwähnen. Mit dem Blut dieses Tieres wird dann eine Person befleckt und anschließend wird der Kadaver... Oder was ist das, Alter, ja? Da waren eine zerstörte oder verdorbene Stelle gebracht, wie zum Beispiel in einem Brunnen oder andere negativ beseelte und vor allem verlassene Orte. Denkt bitte daran, dass jedem Schwarzmagier das Höllenfeuer droht und all jene, die seine Hilfe in Anspruch nehmen, ebenso. Denn wie wir sehen, arbeiten die Satane nicht ohne Gegenzug mit den Magiern zusammen. Deswegen gilt, je größer der Kuffer der Zauberer ist, desto gehorsamer und fleißiger sind die Satane zu ihm. Denn der Satan und der Schwarzmagier sind Komplizen im Ungehorsam zu Allah. Die Frage, die wir jetzt aber haben, ist, wie sieht so ein Zauber überhaupt aus? Naja, am häufigsten kommt es vor, dass man in seiner eigenen Wohnung ein kleines Päckchen findet. Oder auch draußen, zum Beispiel eine Flaschenpost im Meer. Jedenfalls ist dieses Päckchen etwa so groß wie ein Radiergummi. Weißt du noch, wer das hatte, Digga? Weißt du noch? Dings, Mann. Egal, scheiß drauf.
Auf jeden Fall hatte ein Freund von uns sowas mal, ne? Was hat der? Die haben das auch dann weggeschmissen, verbrannt und so. Ich war nicht dabei. Echt? Ich war halt, oder? Meist mit etwas Persönlichem der Zielperson versehen, wie zum Beispiel Haare, Kleidung, ein verschwitzter Stofffetzen oder ein Halstuch, auf dem der Geruch der Person vorhanden ist. Meist umhüllen diese Gegenstände dann ein Foto der Person, die verflucht werden soll. Auf diesem Foto findet man dann meist kryptische Botschaften in Form von arabischen Schriftzeichen mit Nummern, die eine aus Kufr bestehende Zauberformel ergeben. Teils handelt es sich dabei sogar um Ausschnitte aus Koransuchen, welche jedoch bewusst rückwärts und mit Menstruationsblut oder anderen unreinen Flüssigkeiten aufgeschrieben wurden. Es können aber auch Zeichen in einer nicht-arabischen Schrift sein. Aber selbst ohne persönliche Dinge von euch ist solch ein Fluch möglich. Dazu muss der Magier den Sihr auf etwas Wasser aufbringen, den die Person, die euch schaden möchte, auf den Weg verteilen muss, den die Person, die für... Alter, Digga, es gibt ehrlich solche Leute, Digga, das ist richtig krass, ne? Das ist klar, ich muss doch... Ja, aber das ist voll krass, Mann. Flucht werden soll, für gewöhnlich nimmt. Das kann euer Schulweg, Arbeitsweg oder sonst was sein. Wenn nun die Person den Weg mit dem Wasser überquert, wird sie automatisch von dem Zauber getroffen. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Wasser in das Essen der Zielperson zu geben. Denn in manchen Fällen wird ein Zauberspruch sogar auf die Nahrung gelegt, in dem Menstruat. Ich weiß auch, wo meine Eltern damals immer gesagt haben, wir sollen nichts von Fremden essen oder trinken, Digga, ne? Das hatte schon alles seinen Grund, ehrlich. Menstruationsblut in das Essen, Trinken oder Parfum des zu schädigenden Mannes versteckt wird. Wie ihr seht, ist es also leider nicht ganz so einfach, einen okkulten Zauber zu erkennen. Denn manchmal werden auch Esswaren mit Sihr belegt. Das ist auch der Grund, weshalb ich niemals etwas essen würde, was mir zum Beispiel Zuschauer zuschicken. Aber dass wir von Fremden keine Süßigkeiten annehmen sollen, das haben wir doch hoffentlich alle frühzeitig. Jo, ehrlich, das haben wir also. Meine Mutter damals, Bruder, war anderes Level, ne, wenn es um fremdes Essen ging und so. Ehrlich. Digga, ganz krass, ihr wisst gar nicht, ohne Scheiß. Dich gelernt, oder? Denn ich meine, fernab von schwarzer Magie könnte es sich auch hierbei um vergiftete Lebensmittel handeln. Jedenfalls ist es ratsam, falls ihr mal so einen derartig präparierten Gegenstand bei euch zu Hause findet, ihn so schnell wie möglich zu vernichten. Aber wie erkennt man aus islamischer Sicht eigentlich, ob man von Sihr betroffen ist? Die Symptome sind je nach Fluch unterschiedlich. Die gängigsten sind aber Albträume. Wie zum Beispiel in seinen Träumen von Tieren gejagt zu werden. Uswas, also stark... Boah, ich wurde noch nie in meinem Leben von einem Tier gejagt in einem Traum. Du? Bestimmt. Boah, also ich? Eigentlich nicht, Digga. Ehrlich, nicht, dass ich wüsste. Beeinflüsterungen und ein plötzlich merkwürdiges Verhalten gegenüber seinen Freunden und Verwandten im Allgemeinen. Dies sind allerdings nur einige Beispiele. Ich habe euch jedoch die gängigsten hier nochmals aufgelistet. Aber hey, wusstet ihr eigentlich, dass das Gefühl der Liebe eines der stärksten Gefühle ist, die ein Mensch erlebt? Liebe kann einen Menschen so glücklich machen, aber... Liebe ist das krasseste Gefühl, was man haben kann, glaube ich, ne? Besser. Safe. Gleichzeitig kann die Liebe dich oder dein Gegenüber bis zur Unkenntlichkeit ändern, dich grausam machen, nachdem du die Kontrolle über dein eigenes Handeln verloren hast. Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir alle dieses Gefühl. Denn wir alle mussten uns schon mal dem Verrat an uns selbst stellen, nämlich in dem Moment, in dem wir uns verlassen und nutzlos gefühlt haben. Der sogenannte Liebeszauber ist auch demnach der gängigste von allen. Dieser findet sogar oftmals auf Hochzeiten statt. Und wenn nicht dort, dann spätestens danach. Streit innerhalb der Ehe, Streit mit der Schwiegermutter um banale Dinge oder auch um das Erbe eines Familienmitglieds. So manch ungeduldige, von Habgier geprägte Frau bittet dann einen Magier um einen Zauber, der ihren Mann dazu bringen soll, sie mehr und mehr zu lieben. Man versucht ganz bewusst, ein Familienleben zu zerstören, selbst wenn es noch nicht einmal begonnen hat. Dabei wird die Person, die gerade versucht, eine Familie und eine eigene Ehe zu gründen, so verflucht, dass sie keine friedvolle Familie mit einer anderen Person gründen kann. Und dazu braucht die Frau nur ein Kleidungsstück ihres Mannes, auf dem sein Duft vorhanden ist. Die Frau muss dieses Kleidungsstück dann an einem abgelegenen Ort vergraben. Besondere Vorsicht wird am Tag der Hochzeit einer Person geboten, denn hier können Fremdkörper in die Kleidung oder unter den Sitz des Brautpaares gelegt werden. Diese Fremdkörper können alles Mögliche sein, von Sand, Münzen und Papier bis hin zu einer Tüte toter Kakerlaken oder getrocknetem Kakerlakenstaub. Es ist deswegen ratsam, am Vorabend und während der Hochzeit die Taschen und Sitze des Brautpaares zu untersuchen und im besten Fall die Hochzeitskleider und alle anderen Hochzeitsaccessoires nicht Fremden zu zeigen, geschweige denn anprobieren zu lassen, denn es wird wirklich mit allen Mitteln versucht, jemanden dazu zu bringen, sich niemals mehr in jemand anderes verlieben zu können. Und tschüss, krass, ja. Das Video kannte ich aber. Ja, ich kannte das Video auch, Digga. Ich hab das mal gesehen. Ja, die mal offiziell, die hat alles vor nichts. Kameras sind da, die macht einfach, ne. Aber hast jemand zwischengegangen? Boah, manche Leute sind echt krass, Alter, ehrlich.
Oftmals läuft ein derartiger Zauber aufgrund mangelndem Wissen jedoch umgekehrt ab, sodass ein sogenannter Spaltungszauber entsteht. Also ein Zauber, der dazu dient, ein Ehepaar zu trennen oder auch Hass zwischen zwei Freunden oder Partnern zu hegen. Plötzlich beginnt der Mann seine Frau und alle seine weiblichen Familienmitglieder und die Orte, an denen sie sich befinden, zu hassen. Er wird misstrauisch, streitet wegen Kleinigkeiten und findet plötzlich seine Frau hässlich. Doch in Wahrheit ist es der Djinn, der damit beauftragt ist, in der Gestalt der Ehefrau vor ihrem Mann zu erscheinen. Und jetzt fragen wir uns doch zu guter Letzt alle, wie man sich und seine Familie vor all diesem Negativen schützen kann. Grundsätzlich ist immer Vorsicht geboten, wie bei allem im Leben. Lasst euch nicht manipulieren, esst nichts von Fremden und vertieft euch nicht zu krankhaft in Dinge. Denn nicht alles muss unbedingt direkt schwarze Magie sein. Viele Phänomene lassen sich aufgrund des heutigen Kenntnisstands der Psychologie ausführlich erklären. Denn oftmals können auch Drogen oder sogar Medikamente eine Ursache für ein plötzlich merkwürdiges Verhalten sein. Definitiv, Digga. Drogen sind sehr gefährlich, ne? Trotz gibt es aber für die Muslime unter uns besondere Schutzschilder, die uns unter anderem vor der schwarzen Magie schützen, aber auch insbesondere in unserem Glauben festigen sollen. Solltet ihr irgendwas Merkwürdiges bei euch zu Hause entdecken, keine Ahnung, mehr Streit oder irgendwie keine Harmonie im Haushalt, dann versucht vorhandene Talismänner erstmal zu entfernen. Und auch oder Leute, die an sowas glauben, ne, auch finde ich richtig los. Die glauben, dass irgendein Gegenstand die vor bösen Sachen beschützt. Das ist richtiger Quatsch, ne? Der Einzige, der dich vor irgendwas beschützen kann, ist Gott alleine. Und nicht irgendein Gegenstand. Nichts. Bilder, die an der Wand hängen und Menschen zeigen, solltet ihr von der Wand runternehmen. Denn grundsätzlich sagt man auch, dass man mit Bildern Seelen gefangen hält. Und somit könnten sich dann sogar auch Engel weigern, euer Haus zu betreten. Anschließend solltet ihr dann eurer Pflicht nachgehen, um den vollen Schutz beanspruchen zu dürfen. Verrichtet regelmäßig euer Gebet, rezitiert bestimmte Suren, wie zum Beispiel Surat al-Baqarah. Weitere habe ich euch hier aufgelistet. Vor dem Schlafengehen solltet ihr im besten Fall die Gebetswaschung vollziehen und die Schutzsure Ayat al-Kursi rezitieren. Und ey, mich würde mal interessieren, ob ihr oder jemand aus eurer Familie Erfahrung mit schwarzer Magie gemacht hat oder ihr gerade, warum auch immer, irgendwie so einen Verdacht habt. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Passt auf euch auf und seid bitte einfach vorsichtig. Boah, krasses Video, Alter, ja. Auch sehr krasses, interessantes Thema. Schwarze Magie. Da ist jetzt nichts gewesen, wo ich spannend und so. Also ich finde das Thema ist richtig interessant, ehrlich. Ich finde schwarze Magie schon ein sehr krasses Thema, Digga. Vor allem gibt es ja auch viele Leute, die das nicht ernst nehmen oder nicht dran glauben, so, ne? Ja, aber die Erfahrung nicht gemacht haben, das ist ja klar. Hä? Die Leute haben die Erfahrung nicht gemacht. Klar. Ja, ja, deswegen, ja, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn du selber nicht Erfahrung mit einer Sache gemacht hast, schwierig das zu glauben. Ich schwöre für dich.